Genau jetzt. Ein bisschen Sport ist auch gut. Die Sportsendung wird auch von der Groupe Mutuelle präsentiert. Versichert genau jetzt. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Sendung Sport auf Kanal 9. Und es ist am 10. April 2018 mit den Schwerpunkten Badminton und Velo. Premiere im Sportcenter Olympica. In Zusammenarbeit mit dem Waldesverband haben wir zum ersten Mal ein Vorbereitungscamp für die kantonalen Badminton-Meisterschaften organisiert. Fast wie Profis waren die jungen Velofahrer von Jam Excelsior betreut. Wir wagen einen Blick ins Innenleben vom neuen Unterwalliser U23-Team. Zurück in den Wettkampf heisst es diese Woche für den Kilian Franchini. Der nautische Veloprofi geht bei bekannten Frühjahrsklassikern an den Start. Für wichtige Turniere müssen wir einen besonders guten Zweck machen. Das gilt für die Profis wie für die Junioren. Für viele junge Badmintonspieler sind die Walliser Meisterschaften der Höhepunkt der Wettkampfsaison. Darum haben sich die Verantwortlichen vom BC Olympic Abrig etwas Besonderes gefallen. Neue Sachen lernen und Fortschritte machen. Aber der Spass soll dabei nicht zu kurz kommen. Junge Badmintonspielerinnen und Spieler aus dem ganzen Kanton haben am Wochenende zu Gamsen an einem Vorbereitungscamp für die Walliser Meisterschaften mitgemacht. Organisiert hat das zuerst mal der BC Olympic Abrig in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Verband. Gerechnet hat man für die Premiere mit 40 Teilnehmern. Recht schnell ist aber mit mehr als 70 Nachwuchstalenten ausgebucht gewesen. Ja, da sieht man, dass die Anfrage für so Trainingslager gross ist im Wallis. Man sieht, dass da viele Junioren eigentlich da sind und der Verein selber hat nicht immer das Budget für so etwas zusammenzustellen. Und durch die WCB-Unterstützung wir das hier aufstellen und ich habe das Gefühl, da profitieren die Junioren extrem und darum hatte ich Interesse, hierher zu kommen, für eben das Trainingslager zu feiern. Ja. Eine gehörige Zahl von jungen Spielerinnen und Spielern, also, die den Weg auf Gamsen gefunden haben. Für das alle möglichst auf ihrem Niveau trainieren können, hat man sie in vier Gruppen eingeteilt. Schon seit ein paar Jahren ist der Johann Freisinger nicht nur als Spieler aktiv, sondern engagiert sich auch als Trainer im Nachwuchsbereich. Er glaubt, im Wallis sind in Sachen Badminton-Nachwuchsförderung auf dem richtigen Weg. Meiner Meinung ist, wir sind gut. Wir haben ein paar Nationalspielerinnen jetzt in der Junioren U19. Wir haben ein paar National-Schweizer Meister U19. Ja, wir sind gut dahinter, aber wir müssen immer schauen, dass nachher die U13 und U15 auch so gut kommen. Und darum müssen wir immer Sachen verbessern, immer besser werden und die Struktur immer anpassen, dass es auch nachher mit den anderen Kantonen können eigentlich die Konkurrenz halten kann. Ja. So unterschiedlich wird das Spielerkennen von einem Camp-Teilnehmer ist, so unterschiedlich sind auch die Ziele und Vorsätze für das Wochenende im Sportcenter Olympica. Bei den technischen Sachen wollte ich vor allem bei den Finten Fortschritte machen. Gerade beim Smash kann ich noch zu wenig Varianten. Da hoffe ich mir schon, dass ich ein paar Tricks lernen kann. Und auch im mentalen Bereich gibt es sicher noch häufig zu tun. Auf jeden Fall, dass das Gefühl vom Ball kommt, dass man Treffsicherheit hat, auch vielleicht ein bisschen Kondition arbeiten. Und ja, vielleicht mein Ziel wäre, wieder Walliser Meister zu machen, ja. Also technisch, weil da kann man immer etwas verbessern. Das ist auch sehr wichtig beim Badminton spielen. Sonst auch Kondi natürlich. Es ist halt auch wichtig, dass man auf dem Feld mal laufen. Die Gelegenheit, das Gelehrte im Ernstkampf anzuwenden, hat Nachwuchstalent am 21. und 22. April. Das sind die Zeiten der Walliser Juniorenmeisterschaften U13 bis U19. Vorwärts machen will man beim BC Olympic Abrig im Nachwuchs, aber beim Interclub. Darum hat der Club für die nächste Saison einen Profitrainer engagiert, der Kai Waldenberger. Als aktiver Spieler hat es der Deutsche bis in die Bundesliga geschafft. Jetzt zieht er auch von der Metropola Köln auf Gamsen. Wieso? Das erklärt er im Interview. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Also in Deutschland habe ich jetzt lange Jahre gearbeitet und hatte das Gefühl,
da ist es nett, aber ich wollte einfach mal wirklich was anderes ausprobieren. Wollte so ein bisschen mehr Verantwortung, wollte was Neues aufbauen und da ja, kam Johann und hat mich quasi akquiriert. Ich hatte das Gefühl, hier ist sehr, sehr gute Möglichkeit, gut Badminton zu trainieren. Die Facilities sind sehr gut mit Wellness, mit Krafttraining, Kraftraum, allem drum und dran. Und ich hatte das Gefühl, dass hier sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, was Gutes aufzubauen. Und das hat mich letztendlich auch bewogen und das Interesse geweckt, um dann hierher zu kommen. Meine Philosophie von Badminton ist, wir müssen gucken, dass wir hier in Brick früh anfangen, Kinder auszubilden und in den Grundlagen sehr, sehr gut zu machen. Weil wenn Kinder gut in den Grundlagen sind, dann sind sie später in der Lage, jegliche Art von Badmintonschlag zu lernen und von Badmintonbewegung zu lernen. Und dann sind auch Kinder in der Lage, später im Erwachsenenalter mit einer guten Qualität zu trainieren und mit einer guten Badminton-Technik zu spielen. Und das ist mein Ziel und dann möchte ich da ganz gerne ein paar gute Badminton-Spieler heranbringen. Die Nachwuchsförderung ist natürlich im Velosport immer ein grosses Thema. Für junge Talente der grosse Schritt zum Profi zu erleichtern, gibt es Wunder Wallis seit kurzem zu 23 Team Jam Excelsior. Der Flo Romain hat die Equipe an einem Rennwochenende begleitet. Samstag im Hotel de Fuy. Die Fahrer von IAM Excelsior beziehen in das Quartier. Und willst du so gut wie möglich auf den 52. Prix de Vin Valoton vorbereiten? Es ist ein Rennen, das vor allem für den kaum 20-jährigen Antoine Debon einen ganz besonderen Gou hat. Das ist fast wie bei den Profis. Aber ich wohne 5 km von hier. Mir wäre so gleich gewesen, du heim und schlafen. So sind wir aber fokussierter. Ich glaube, auf den Kopf ist diese Art von Vorbereitung besser. Bei Jam Excelsior macht man alles, für die jungen Talente die besten Bedingungen zu bieten. Alle Komfort im Hotel und Top-Material. Wie bei den Profis. Das Walliser Team mit einem Budget noch bei 400'000 Franken muss sich vor der russländischen Konkurrenz nicht verstecken. Pour un niveau U23, franchement, on a für auf Stufe U23 sein, haben wir wirklich sehr gute Mittel. Wir haben das Glück, dass wir von einem Projekt profitieren können, das auf World Tour Niveau dabei war. Schweizweit kannst du so etwas suchen, das ist klar. Es sind grosszügige Mittel, die wir hier rechtfertigen müssen, nämlich mit guten Resultaten. Bei seinem Heimspiel darf man gerade vom Antoine Debon etwas erwarten. Am Vorabend von dem Rennen bringe ich kein Auge zu. Ich habe hier Ohrstöpsel. Mal schauen, ob es schon fehlt. Am Samstagnachmittag schaut sich die Equipe die Rennstrecke genauer an. Mit dabei ein sportlicher Leiter, der das Rennen aus eigener Erfahrung ganz genau kennt. Moi j'avais terminé une fois troisième sur le Grand Prix Valoton chez les élites. Ich bin in diesem Rennen mal Dritter bei der Elite gekommen. Ich hoffe morgen mindestens auf das gleiche Resultat für Ischers Team. Aber das Ziel ist der Sieg. Wenn nicht vom Antoine, dann mit einem anderen Fahrer. Sonntagmorgen, 20.11 Uhr. Die letzte Besprechung vor dem Rennen. Es ist eine andere Kurs. Aber vous pas trop de pression. Parlez en course. Und der Julien Taramarca merkt bald einmal, dass seine Tipps und Vorgaben sehr gut umgesetzt werden. Jam Excelsior ist sehr aktiv. Auf den 160 km vom Grand Prix Valoton ist die Mannschaft ständig präsent. Die vereinzelten Angriffe von den Gegnern sind bald pariert. Die merken bald, wer die Chefs sind der Sonntag. Das Finale wird zum totalen Triumph für die Walliser Equipe. Der Martin Schappi gewinnt. Und der Antoine Debon komplettiert als Dritter das Podest mit Fahrern von Jam Excelsior. Das ist wunderschön. Und dann mit zwei Kollegen zusammen auf dem Siegerfoto, das ist einfach super. Ich finde, es ist trop beau, magnifique. Magique, bevor wir gestern ins Bett sind, haben wir gesagt, sie werden gut schlafen. Körperlich sind sie nämlich zu weg. Das Schlimmste, was es im Velosport gibt, sind die Zweifel. Heute haben sie beweisen, dass sie nicht gezweifelt haben. Vielleicht hat auch die Präsenz des Geldgeber Michel Tetta die letzten Zweifel weggeblasen. Ich habe bis jetzt nicht immer da sein. Vielleicht hat es also wirklich einen Einfluss gehabt. Wenn es geholfen hat, umso besser.
Hier geht es vor allem um Kontinuität. Wir wollen die jungen Talente auf World Tour Niveau bringen. Morgen werden wir wieder andere Talente haben mit grossem Potenzial. Aber es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben, dass wir weiter im Wallis und in der Schweiz Talente finden und Ski an die Spitze bringen. Ein Podium nur mit Vorderer von Jam Excelsior. Die Mannschaft von Michel Detta hat um Druck vom Heimspiel eindrücklich Stand gehalten. Für das Oberwallis ist der Kilian Franchini ein Pionier. Als erster Velofahrer überhaupt hat er es zum Profi geschafft. Nach ersten Saisoneinsatz in Spanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der 23-Jährige die letzten paar Wochen vor allem trainiert. Jetzt stehen Frühjahrsklassiker wie Flash Wallon oder Lüttich Bastioni Lüttich für ihn auf dem Programm. Kurz vor seiner Abreise hat ihn der Sebastian Glänz zum Interview getroffen. Kilian Franchini, du bist jetzt seit mehr oder weniger 6 Wochen hier im Wallis und du hast dich vorbereitet auf die Klassiker, die anstehen. Wie ist der momentan Formstand? Ich bin sehr zufrieden. Hat die letzten paar Wochen gut trainieren. Alles ist nach Plan gelaufen und jetzt bin ich ready für da auszugehen morgen und da zu schlagen. Wie sieht es gesundheitlich aus? Du hast Mitte März so einen kleineren Eingriff am Herz machen. Ist da alles in Ordnung? Genau, also das war eigentlich nur eine Nachbehandlung von letztem Jahr noch. Und da ist alles gut, das war nur ein kleiner Eingriff. Und jetzt ist schon länger wieder am Trainieren. Und mal. Also bei dir ist alles in Ordnung. Leider hat man jetzt von dem tragischen Todesfall mitbekommen, von dem belgischen Jungprofi, der beim Paris-Roubaix zusammengebrochen ist und in der Nacht vom Sonntag auf den Montag im Spital ist verstorben. Wie hast du das persönlich mitbekommen? Genau, also ich habe am Sonntag auch das Rennen geschaut, daheim vor dem Fernseher und gesehen, wie er da geht und nachher, wie er nicht behandelt hat. Nachher haben wir auch gekehrt, dass er in ein Spital musste und eben wieder belebt wurde. Und nachher im Nachtag habe ich natürlich auch in den Medien gelesen, dass er verstorben ist am Vortag am Abend. Und sehr tragisch und traurig. Eigentlich paten wir nur das Positive an, mit der Sagan, die gewinnt oder ein Sylvain Dillier, der sehr stark fährt. Und nachher aber auch die negativen Sachen, wie jetzt der Todesfall von dem jungen Belgier. Und ja, sehr traurig. Und man sieht halt jetzt wieder mal, dass auch schlimme Sachen können passieren können. Nicht immer nur der Sieg zählt. Musst du das persönlich verarbeiten für dich selber? Oder kannst du das einfach trennen? Nein, also ich glaube, ich kann das schon recht gut trennen. Es wäre sicher etwas anderes, wenn jetzt immer eine Abfahrt wäre schlimm und so verstorben wäre. Aber so ist sicher ein bisschen anders, finde ich. Wenn wir jetzt auf die Klassiker schauen, was für Ziele und Erwartungen hast du, wenn du noch stark bist? Also ich werde sicher eher eine Helferrolle bei mir haben. Also wir haben Dylan Teuns, der sehr stark in Form ist. Und der letztes Jahr am Flash Wallon ist dritter gekommen, der hier das Resultat wieder will toppen. Und der werde ich sicher für dich fahren, weil das der grosse Leader wird sein. Und hast du Hoffnung, dass du uns im Schatten mal treten kannst, dass der Auftrag bekommst, Kilian Franchini jetzt greifen? Das wäre natürlich sehr schön. Zum Beispiel auch beim Rennen wie Lüttich, Bastogne, Lüttich, ein grosses Monument. Ich kann speziell auch mal am Start stehen, bei diesen 260 km. Und nachher wird es sicher schwer, da ein Resultat selber zu fahren. Aber es wäre schön, wenn etwas würde passieren und wenn ich mich ein bisschen zeigen könnte. Und wenn wir jetzt den Rest des Jahres anschauen, was hast du da für Ziele gesetzt? Also es wäre sicher schön, wenn Giro d'Italia fahren könnte. Jetzt kommt dann ein, zwei Wochen die definitive Selektion vom Team raus. Und ich hoffe, dass ich da immer noch dabei bin. Und dann werde ich sicher da ein schönes Resultat am Giro fahren. Ja, herzlichen Dank für die Ausführungen, Kilian Franchini. Und alles Gute für die kommende Klassiker. Merci, danke. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Merci vielmals für das Interesse und habt einen schönen Abend. Die Sportsendung ist auch von der Group Mutuel präsentiert. Versichert genau jetzt.